hallo. Das ist erstmal ein bisschen höher. Also man muss sich gegen Strahlen schützen, aber vor allem gegen Sonnenstrahlen, wie mir gerade der Organisator gesagt hat. Ja, warum sind wir hier? Wir wollen die 6 restlichen Kernkraftwerke vor dem Verfall, vor der Zerstörung retten. Wir glauben, dass das Vandalismus ist, voll funktionsfähige Kernkraftwerke einfach nur zu verschrotten. Das geht gar nicht. Aber das ist für euch alle, die ihr hier seid, ist das nichts Neues. Die Frage ist doch, schaffen wir das überhaupt? Haben wir eine Chance, die letzten 6 Kernkraftwerke noch zu retten? Und da möchte ich euch ein kleines bisschen Hoffnung machen. Ich habe in diesem Jahr sehr viele politische Aktivitäten, Arbeitskreise besucht, Konferenzen besucht, Reden gehalten bei Wirtschaftsverbänden, Kontakt gehabt, Austausch mit FDP und CDU-Präsidiumsmitgliedern. Und denen stelle ich dann immer die Frage, ihr wisst doch ganz genau, nach der Bundestagswahl wird es eine ganz ernsthafte Debatte geben, egal wer dann dran ist und wer die Koalition bildet, über eine Laufzeitverlängerung. Und das wissen die alle. Die sagen, ja, ja, klar, das wird kommen. Und warum, jetzt könnte man sich natürlich fragen, warum sagen die das nicht vor der Wahl? Ja klar, vor der Wahl möchte man natürlich nicht den Grünen ein mobilisierendes Wahlkampfthema geben, das ihren völlig verstolperten Wahlkampfstart irgendwie noch rettet. Möchte man nicht machen. Nichtsdestotrotz, ich beobachte ganz viel hinter den Kulissen, dass dort sehr ernsthaft mit unseren Argumenten sich auseinandergesetzt wird. Und was mich jetzt auch richtig bestätigt, wir hatten in den letzten 2-3 Wochen von Gottvater Theo Sommer von der Zeit einen Artikel, das war letzte Woche, diese Woche war einer drin von einem, der dort das Streitressort leitet, der mit unseren Argumenten, ich sag mal, die grüne Wählerbasis auf eine Laufzeitverlängerung einschwört. Das hat es vor einem halben Jahr nicht gegeben, vor 5 Jahren nicht gegeben und nicht vor 10 und 20 Jahren. Plötzlich Zeit, Stern, Süddeutsche, Spiegel, all diese Publikationen haben in den letzten Wochen richtig viel Artikel drin, wo einer sagt, also mal, kann man doch nicht einfach, wir haben jetzt eine Klimakrise, also müssen wir jetzt selbstverständlich die Kernkraftwerke länger betreiben lassen. Und es wird dann gesprochen vom Elefant im Raum, wir haben keine wirklichen Alternativen, wir müssen das eigentlich machen. Und also ich sehe darin ganz starke Anzeichen, dass dass manche Spitzengrünen das ganz genau kapiert haben, dass wir sie nicht entlassen werden aus diesem Argument. Entweder man ist für Klimaschutz und sagt, CO2-Reduktion ist wichtig, oder man ist Anti-Atomi, aber beides zusammen geht einfach nicht. Und das werden wir nach der Wahl, glaube ich, ganz plötzlich erleben. Und deswegen ist es so wahnsinnig wichtig, dass ihr alle hier seid, dass ihr euer Gesicht zeigt, dass ihr, wenn ihr nach Hause geht, mit euren Nachbarn redet, mit euren Freunden, mit eurer Familie redet und diese Argumente, die wir haben, in die Köpfe reinbringt. Interessanterweise haben wir schon lang eine Mehrheit für eine Laufzeitverlängerung in Deutschland. Nuklearia, also ich habe zusammen mit der Nuklearia, also ich bin auch noch Ressortleiter Energiepolitik beim Deutschen Arbeitgeberverband und organisiere darüber sehr viel meiner politischen Arbeit. Wir haben gemeinsam im März eine Umfrage bei Allensbach und Ziwey in Auftrag gegeben, wie die Deutschen zur Kernkraft stehen, wenn es darum geht, die EU-Klimaziele zu verwirklichen. Und siehe da, ganz stabil zwischen irgendwie 48,5 und 51% der Deutschen sagen, ja, wir wollen Kernkraftwerke haben. Das ist umso bemerkenswerter, als sogar über ein Fünftel der Grünen
sagen das, also der Menschen mit Wahlabsicht Grüne wählen zu wollen. Auch das, da ist also nicht ganz, der ganze Hopfen und Malz verloren, aber die bürgerlichen Parteien würden enorm davon profitieren sogar, wenn sie das ein bisschen klarer sagen würden. Und zum Beispiel Kubicki hat es auch neulich in einer Diskussion mit der Luisa Neubauer öffentlich gesagt, naja, vielleicht kommt ihr auch noch drauf, dass der Atomausstieg keine so verdammt gute Idee war. Er hat nicht mehr gesagt, aber das reicht ja auch schon, um die Leute dann argumentativ zu stellen. Und bei der FDP sind es 3/4 der liberalen Wähler wollen Kernkraft und 2/3 der Unionswähler. Und das ist eine ganze Menge. Und das ist auch ein Wählerpotenzial, wo man also keine Angst mehr haben muss, wenn man in der CDU oder FDP ist, sich ganz klar zur Kernkraft zu bekennen. Wie gesagt, nach der Wahl ist besser als vor der Wahl, aber das wird kommen. Und dass es wird jetzt sehr interessant sein zu beobachten, ob diese Artikel, die jetzt in den eher linken Blättern drin ständig kommen, wie ein Trommelfeuer, ob das nicht auch noch die Umfrageergebnisse noch ein bisschen stärker bewegen kann. In den letzten Wochen, seit wir diese Demos haben, ist es so von 48% auf 51% hochgegangen, die Zustimmung. Das ist jetzt aber noch ein bisschen im statistischen Rauschen drin. Also ein richtiger, dicker Trend ist es noch nicht. Aber wenn wir alle zusammenhalten, dann schaffen wir auch das, da noch eine Trendumkehr. Und das ist also deutlich über 50% der Deutschen werden, die sagen, jawohl, klar, wir brauchen Kernkraft. Dankeschön.